auch ein Machtspiel. Die Ratingagenturen, die großen, gehören für mich zu den mächtigsten Organisationen auf Gottes Erdboden. Sie entscheiden mit ihrem Buchstaben, mit ihrer Entscheidung, die sie auch nicht begründen müssen. Es ist ja nur ihre Meinungsäußerung, wie sie selbst sagen. Aber damit entscheiden sie, wer auf dieser Welt Geld bekommt und wer nicht. Und derjenige, der Geld bekommt, da entscheiden sie noch drüber, was der dafür bezahlen muss. Das ist eine unglaubliche Macht, die ich über die Haushalte sämtlicher weltweiter Staaten und Unternehmen habe. Und das muss man sich auch überlegen zum Thema Verschwörungstheorie. Man immer nur Wahrscheinlichkeiten zu überlegen. Was ist wahrscheinlicher? Wir sind uns einig, dass jede Großmacht, das ist kein amerikanisches Phänomen, jede Großmacht, das machen die Russen, das machen die Chinesen, tut alles in seiner Macht Stehende, um seine eigenen Möglichkeiten, seine Macht zu erweitern, zu erhalten und um Schaden und Einfluss von außen abzuwehren. Das geht im Militärischen, das geht im Geheimdienstlichen, das geht im Nachrichtenbereich und selbstverständlich auch im wirtschaftlichen Bereich. Ist es also anzunehmen, dass eine Supermacht, die über solch brisante Waffen wie diese Ratingagenturen bestimmen kann, dass man diese Waffe nicht nutzt, sondern sagt, wir machen zwar alles, aber das überlassen wir dem freien Markt? Oder ist es wahrscheinlicher, dass man hier sehr wohl Einfluss nimmt und seine geostrategischen Interessen damit auch verteidigt? Was ist wahrscheinlicher? Man kann natürlich glauben, dass Amerika, dass die Politik sagt, wir halten die Ratingagenturen, da halten wir uns komplett raus. Aber ist es wahrscheinlich, dass das der Fall ist? Das muss jeder dann für sich entscheiden. Wem